geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum Unboxing des Canyon Talks CF7. Ja, ich habe, wie schon in manchen Videos vorher, berichtet, dass ich mir jetzt wirklich ein Bike gegönnt habe. Ja, und wir packen das Ding zusammen aus. Heute Morgen kam es an. Erstmal Respekt an Canyon. Die Lieferzeit war grandios. Donnerstags bestellt, samstags früh da. Das war schon sehr, sehr krass. Also hätte ich selber nicht mit gerechnet. Und ich muss sagen, ey, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl hatte, war an Weihnachten, so als kleines Kind oder sowas. Also richtig crazy Gefühl. Ich bin richtig gespannt, ja, wie das aussieht, wie das Ding, so alles einfach, ob ich das aufgebaut kriege, wie lange das dauert und all das seht ihr im heutigen Video. Yes, also was ich weiß, wir machen erstmal hier die Taser-Dinger ab. Das ist übrigens der Bike Guard. Den hat, glaube ich, ganz, ganz viele Fahrradhersteller und ist dafür da, damit man einfach die Bikes wohl gut verschicken kann. Für das Ding zahlt man auch noch 20 oder 30 Euro, glaube ich. Dann muss ich das wohl hier anlocken. Ah. Unlock 1. Unlock 2. Das ist natürlich schon geil, ne? Mhm. Enjoy the ride. Oh shit. Fangen wir mal bei etwas leichterem an hier. Und zwar beim Sattel. Gut, dass nächste Woche wird Papiermüll abgeholt bei uns. Ein Ergon-Sattel. Steve hat eben mich schon angerufen und hat gesagt, boah, meine Eier tun weh. Er hat vorher so einen Softie-Sattel. Ja, und das halt auch mit Hub, das heißt hoch und runter auf Knopfdruck. Hier einen Reifen. Sexy. DT Swiss, Felgen. Volles Programm, tubeless ready, aber Marvin hat gesagt, nein Jungs, ich habe keinen Bock, wenn ihr plötzlich sagt, ich habe jetzt einen Platten und da läuft die Suppe raus, hat er keinen Bock drauf, deswegen nicht tubeless. Ich hätte gerne sowas wie eine Anleitung, ehrlich gesagt, aber vielleicht finden wir die hier drin. Accessoire Box. Ah, das sind die Sachen, die ich extra bestellt hatte. Und zwar, weil nicht tubeless, ein Ersatzschlauch. Weil ich glaube, so ein Biketag kann halt super schnell vorbei sein, wenn man keinen Ersatzschlauch dabei hat. Deswegen ich mache einen Ersatzschlauch. Und ein Mudguard, auch von Canyon. Hier wollen wir übrigens eigene Designen irgendwann mal. Alles schön ordentlich. Seid ihr eigentlich so Leute, die die Kartons aufbewahren? Ich habe das ja von meinen MacBooks, habe ich immer die Kartons aufbewahrt. Ah, weil der wäre ein bisschen riesig zum Aufbewahren. Wobei, wenn man den irgendwann verkaufen will, das Bike, let's get started. Lass uns das erstmal. Let's get started. Man muss schon sagen, ne? Verpackungsmaterial, liebes Canyon Team, nice Angelegenheit. Mit Werkzeug. So, hier haben wir jetzt drin, ja, Werkzeug halt, ne? Ah, damit du hier messen kannst, wie viel Drehmoment du die Schrauben anziehst, finde ich schon eine gute Sache. Ein Sticker. Quick Start Guide. Dann hier alles an Schrauben. Das finde ich natürlich auch nice, ne? Dass man das wirklich halt nicht zu Hause haben muss, weil da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Und bei dieser Paste hier, dafür habe ich mir auch schon Sorgen gemacht, ob ich das zu Hause habe. Das ist halt, wenn ihr den Lenker so ein bisschen schmieren wollt. Glaube ich, bin auch noch kein Pro, aber ich habe mir natürlich ein paar Videos im Vorhinein schon mal angeschaut. Ne? Schon sexy, geil gemacht, fühlt sich voll nice an. So ein ganzes Canyon Bag. Speichenreflektoren, alles Mögliche ist da dabei. Ja, das schauen wir später mal an. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal was davon brauchen. Die Druckluftpumpe für die Dämpfer natürlich. Mega wichtig. Und leck mich in der Tech, was ist das für ein Handtuch? So, Quick Start Guide. Schauen wir mal hier rein. Einfache Montage hat Canyon übrigens gesagt. Pedalen habe ich zum Glück von Marvin welche. Danke nochmal. Oh je. Okay, also zu dem Schritt müssen wir erstmal kommen. 2.1 würde ich sagen. Und dann schauen wir weiter. Punkt 2. Ah, wir sollen als erstes, glaube ich, den Lenker montieren. Macht Sinn. Ich muss es halt richtig schön sauber auspacken, falls ich es zurückschicken muss, falls es nicht, die Größe nicht passt. Meine größte Sorge gerade, dass die Größe einfach nicht passt.
Da müssen wir auch noch eine kleine Probefahrt machen eigentlich später. So, ich glaube mal, das hier kann weg, ne? Ich würde sagen, ich mache mal ein bisschen weiter und dann melde ich mich gleich bei euch. Wie bei ganz vielen Leuten habe ich das schon gesehen, dieser Drop-Sattel. Das Ding geht, das Gummi reißt. Wie habe ich das, bei jedem, dem ich das, wo ich es gesehen habe, reißt das Ding. Und ein kleiner Tipp, was ich jetzt einfach gemacht habe, ich habe hier das Ding genommen, wo es herkommt, ne? Das geht hier unten am Rahmen lang. Und wenn du den schiebst ein bisschen, dann kommt er hier raus. Und dann müsst ihr nicht irgendwie sowas Verrücktes versuchen, wie da unten rein zu popeln und mit einer Zange oder keine Ahnung. Ich hätte mir gewünscht bei Canyon ein, zwei Worte Erklärung bei den verschiedenen Sachen. Das sieht halt ein bisschen anders aus als auf der Beschreibung. So, wir haben jetzt installiert den Dropper mit bisschen Hilfe vom Steve, weil ich, stand ich ein bisschen auf dem Schlauch irgendwie, weil ich die Anleitung für den Dropper nicht gefunden habe. Ich würde das gerne fester drehen, aber es passt noch nicht. Als nächsten Schritt kommt, glaube ich, tatsächlich jetzt das Vorderrad. Und wir sind jetzt schon recht lange dran, ne? 30 Minuten bestimmt. Ich melde mich, wenn ich das hier mit dem Vorderrad gerafft habe. So, wir packen jetzt gerade die schönen Walkshox-Dämpfer hier aus. Das ist jetzt hier oben noch befestigt. Wenn ich das jetzt runterlasse, dann kommen die Dämpfer hier bei 180 mm Federweg. Das ist für die Bremsen, damit die Fremdbremsen nicht festbacken. Und jetzt kommt da das Vorderrad rein, würde ich sagen. Ne? So Freunde, wir haben das Bike rausgeholt und es ist schon richtig, richtig sexy, finde ich. Ja. Ja, ich gucke jetzt, wie es weitergeht hier. Vorderreifen ist dran, Sattel ist dran. Was ich weiß, was Dämpfer einstellen fehlt noch. Dann hinten irgendwas bei der Bremse. Was ist das hier? Da kommen die Pedale dran. Ach, stimmt. Hier haben wir gar keine Pedale dran. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Und dann müssen wir zum Schluss dann einen schönen Bike-Porn machen. Ne? Riesenchaos hier. Aber wir haben es vollbracht, es ist aufgebaut und das, was wir jetzt machen, ist eine Probefahrt machen, das Ganze mal abchecken und dann kommt die Entscheidung, müssen wir alles zurückschicken oder passt das Ganze Ding? Ich habe gerade eine kurze Probefahrt gemacht und ich muss sagen, ich weiß es einfach nicht. Also ich kann es null beurteilen. Es fühlt sich halt voll anders an als mein Fahrrad davor und ich kann das echt schwer beurteilen. Also es fühlt sich einfach komplett anders an. Ich fühle mich irgendwie mehr wie fast wie so ein Motorrad oder so, also weniger auf einem Fahrrad. Und ich glaube, ich muss morgen einfach mal länger damit fahren, weil ich kann es einfach noch gar nicht beurteilen, wie gut das passt. Es darf halt irgendwie nicht zu dreckig werden, ne? Weil ja, ich muss es ja gegebenenfalls noch zurückschicken können. Auf jeden Fall gibt es nochmal da ein Feedback und ich muss jetzt erstmal das ganze Chaos hier möglichst gut beseitigen. Ja, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche in den nächsten Videos wieder. Mach's gut und ciao.